So, hallo alle zusammen. Wir haben heute eine Fördertraining-Einheit für euch aufgebaut oder vorbereitet. Der Chris und ich, der Marco, sind heute eure Trainer und wir starten mit einem Koordinationsteil, streuen dann immer ein bisschen Kräftigungsübungen mit rein und gehen dann in die Technikübungen mit rein Ja. und vollenden das Ganze mit einer Technikschleife, dass wir nochmal richtig zum Pumpen kommen am Ende. So, ich würde sagen, wir legen los, Chris. Was ihr alles braucht, Kinder, sind eigentlich vier Markierungsscheiben. Wir starten mit zwei. Einen Ball natürlich und einem Zieltor. Habe ich geklaut. So, wir nehmen jetzt erstmal zwei Scheiben. Und der Start am Anfang ist immer bitte folgender: Ihr legt euch die Teller oder Klopapierscheiben oder, wie der Markus immer gerne will, die Handtücher hin. So, Ball legen wir hier hin, bitte an die Seite. Und wir gucken weg vom Ziel, wo wir hinwollen. Genau, das Ziel könnt ihr einfach auf die rechte Seite von uns aus gesehen ist ins Eck stellen, könnt aber auch flexibel aufbauen, je nach Platz, den ihr eben zur Verfügung habt. Genau. So, und der Start ist jetzt folgender. Wir laufen jetzt eigentlich in diese Richtung, so, und machen schnelle Schritte immer zur Seite nach rechts und links. Und zwar laufen wir auf der Stelle und machen 1, 2, 3, 4, 5. 6. Gehen nur nach hinten raus und schieben jetzt den Ball nach unten weg, so dass wir den Ball eben mit einer Sohlenwende wieder fangen können, den Ball nochmal nach oben legen und mit einer Sedanwende rauskommen und danach den Ball in unser Zieltor reinspielen. Also, ich zeige das Ganze nochmal. Wir sind so ausgerichtet, dass wir auf das Ziel schauen, machen schnelle Schritte auf der Stelle. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fallen leicht zurück, gehen in den Schiebekontakt, gehen in die Sohlenwende, drücken uns den Ball nach oben, einmal Sedanwende und spielen den Ball mit unserer rechten Innenseite ins Tor hinein. So, ich habe es jetzt gezeigt. Ihr könnt schon mal langsam lostüfteln. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir ein bisschen auf Touren kommen und dass wir den Körper aktivieren und immer dazwischen ein bisschen Zeit lassen, nicht zu sehr hetzen, aber in der Übung konzentriert arbeiten. Was noch zu erwähnen wäre, Schiebekontakt hast du jetzt mit rechts gemacht, ja. Weil es dein starker Fuß ist. Wenn ich jetzt Linksfuß bin, dann schiebe ich schon auch mit links. Ja, Ja, bitte, bitte. genau. Okay, weil werdet ihr dann auch gleich sehen, ich als Linksfuß schiebe dann auch mit dem linken Fuß und ansonsten. Genau, also der Chris legt jetzt mal los. Genau. Viermal ist sechsmal, gell? Sechsmal, dreimal, genau, zu jeder Seite. Ja, ich bleibe da unten, oder? Das ist besser. Ja, so, jetzt ich schieben. Ich stehe eigentlich nur. Schieben. Sohlenwende. Oder? Drücken, Lenken nochmal und Sedanwende und der Pass mit der rechten Innenseite. Genau, das ist der Durchgang. Davon tüftelt ihr jetzt mal eine Zeit lang, dass ihr den Ablauf drin habt. Und dann können wir vielleicht noch einen kleinen Wettkampf draus machen. Werden dann natürlich mit der Zeit noch ein bisschen komplizierter. Also Sohlenwende, linker Fuß, der Ball wird gedrückt mit der rechten Innenseite. Wir sagen auch ganz gern eingesprungener Kontakt dazu. Sedanwende holt den Ball und dann geht's ab ins Tor. Wichtig, wir sind immer auf den Fußballen unterwegs hier. Ja. Nicht auf dem ganzen Fuß, hopp. Einfach, dass wir schneller und dynamischer sind. Und dann merken wir es relativ schnell in der Wade. Oder ja, so ist es. Ha? Oder so ist es umgelenkt, alter Mann. Du alter Perle. Bei mir schon. Lenken, Sedanwende und wir passen. So, was wir beim Chris gerade schön sehen, ist, da achtet bitte jeder drauf. Ich hoffe auch, dass ihr den Platz habt. Wenn wir jetzt nach der Sohlenwende den Ball nach oben hin mitnehmen, den Ball mit einer Sedanwende steuern, dass der Ball immer vor uns liegt. Und das Standbein vor dem Ball platziert wird und dass wir durchgehen in den Ball. Ja? Und ihr könnt immer schauen, dass eure Ferse nach vorne geschoben wird, weil dann könnt ihr den Ball optimal mit der Innenseite und dem richtigen Punkt treffen. Also direkt Ferse durchschieben, dann ist der Fuß wie ein Bredel und ist schön fest und haben die Zehenspitze nochmal angezogen und dann können wir den Ball gut durchziehen. Machen wir mal. Ja. Genau, schnelle Schritte zur Seite weg, alles schön aktivieren. Schiebekontakt weg, Sohlenwende, eingesprungener Kontakt, super. Sedanwende, Standbein setzen und den Ball reinspringen. Habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Und schön durchschieben. Magst du es mal probieren? Ich nochmal. Ja. Gut. Wir haben es ja erst einmal also gesehen. Ich laufe schnell auf der Stelle. Ich habe 1, 2, genau. 3, Arme 4, mitnehmen, 5, 6, falle zurück. Jetzt schiebe ich den Ball nach oben, gehe raus, lenke den Ball zurecht. Hopp, Sedanwende, Standbein setzen und passen. So, jetzt. Oh, hörst du den Nachbarn? Ja, weil ich so festgeschossen habe. Hat's geknallt. Ja, das glaube ich auch. Okay, machen wir nochmal. Ich glaube, wenn ich hier stehe, stehe ich am wenigsten im Weg. Das ist der beste Ja, dann schließe ich hier einen ab. So. Okay, wie du willst. So,
So, macht ihr noch drei Durchgänge. Okay. Der Chris übt noch mal drei und dann gehen wir so ein bisschen in den kleinen Wettkampf rein und gucken mal, wie viel wir schaffen. Sehr gut, Chris, super. Schnauf durch zwischendrin. Ja, ja. Leicht auf den Fersen, auf den Vorderfüßen laufen. Wichtig immer, dass ihr erholt dann wieder in die Übung reingeht und dann putz, explodiert. Also schnelle Schritte, schnelle Schritte. Super, geht noch ein bisschen schneller, glaube ich. Geht es? Dann schiebt er durch. Das hier für den Wettkampf auf, gell? Ja. So, genau. Korrigieren, lenken, hops, die Damenwinde, klasse. Und den Ball gespielt. Sehr schön, super, Chris. Schön durchgefahren auch. Ferse nach vorne stiegen, Zehenspitze hoch. So, letzter. Und dann machen wir ein kleines Wettrennen mit euch. Okay. Machst du den oder ich den? Du bist schneller. Nee, ich will dich gerne sehen dann. Jetzt übst du das die ganze Zeit? Ich finde, dass du es toll machst, Chris. Ja, danke schön. Das ist nett. Wirklich toll. Was? Sehr gut. Gut, 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 gut. So, Kinder, jetzt machen wir folgenden Ablauf. Wir geben euch jetzt, was machen wir, 1,5 Minuten oder 2 Minuten? 1,5 würde ich sagen. 1,5 Minuten? Ja. Und ihr zählt eure Torabschlüsse und jetzt nicht lange spazieren gehen zwischen den Aktionen, sondern immer schnell den Ball wieder hinlegen, durchschnaufen und dann wieder schnell auf Touren kommen. Was aber wichtig ist, dass wir jetzt auch, wenn wir da so einen kleinen Wettkampf draus machen, dass wir nicht vergessen, dass wir sauber bleiben in der Technik an sich, weil das eigentlich das Allerwichtigste ist. Also die Ausführung geht immer über die Geschwindigkeit. Da hast du recht. Weise Worte. Ich sag's nur vorher, weil ich es langsam mache. Der Grizzly-Reiter. So, 1,5 Minuten Zeit. Ihr zählt alle Torabschlüsse. Bitte nur Pass, leicht. Müsst nicht so fest draufschießen. Wir sind hier natürlich ein bisschen im Vorteil, weil wir nur im Büro sind. So, ihr legt los. Auf die Plätze. 1,5 Minuten. Yeah. 6 Schritte. Yeah. 3 nach rechts und 3 nach links. Danke. Und durch die Mitte musst du auch nochmal. Ach, Schiebekontakt, Sohlenwende, ja. Eingesprungener Kontakt, Zidanwende, hopp, okay, Pass, Stand einsetzen. Und hopp, auf geht's, geht los, 1,5 Minuten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hopp, schieben, wenden, Einsprung, hopp, Zidanwende und wir passen. So, erster Ball im Tor, er hat gebraucht 11 Sekunden. Ich will mich ein bisschen beeilen, Alter. Zeit ist gleich um. Du hast einen geschafft. Setz mich unter Druck. Alles gut. Sedan ist dran. Hopp, passt. Sehr gut. Okay, du bist langsamer. Weil du so viel redest. So. Aber immer 6 Schritte. Ich zähle nicht mehr. Ja, ich zähle es auch mit. Das waren halt 4. Das waren 6. Nein, waren Verräter. So, lenken, Sedan, Wende und passt. Oh. Sehr gut. 3. So, Halbzeit. Dein Schnitt ist jetzt bei 15 Sekunden. Ja, ist doch gut. Nee. Ich finde es gut. Der Michi hat es vorgestern bei 7 Sekunden. Ja, du lügst. Sehr gut. Lügst. Das ist super. Wie gesagt, so, Ausführung. Eine Minute noch. Vorgeschichte. Stimmt. Ausführung ist vorbildlich. Bisschen langsamer oder so. Meine Masse ist echt voll. So, lenken. Hopp, weg. Super, Chris. Klasse. So, letzten 15, komm, einen Durchgang kriegst du. Einen Durchgang geht noch. 5, oder? 5 Tore geschafft, oder? Oder 6? Ja. 5 habe ich geschafft. 5. Komm, hol dir den 6. 5, 4, 3, 2, 1. Alter, 1,30. Exakt. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Wie viel? 6 Tore? 6 Tore habe ich geschafft. Gut. Lasst uns mal wissen, was ihr geschafft habt in der ersten Übung. Einfacher Koordinationsteil zum Starten. Ja. Jetzt zum Erholen machen wir ein bisschen Kräftigung. Ja, ja. Ja, ich zeig dir ein bisschen was. Du hilfst mir. So, wir legen los. Auf geht's. Ich würde sagen, wir starten mit einem Unterarmstütz. Das halten wir jetzt. Wann kriege ich eigentlich meine Pause? Nach der Kräftigung. Ja. Dann kriegst du auch ein Glas Wasser. So, und jetzt machen wir 30 Sekunden oder ist es zu viel? Schaffst du das mit deinem Bauch? Ja, hängt ja bis zum Boden, deswegen. Also richtig anheben, okay? Okay. So, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Das ist ja fast eine 18, Minute. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 11. 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, jetzt gehen wir direkt hoch in die Liegestütz. Halten. Und weil du so eine Maschine bist, machen wir jetzt 10 Stück, okay? Ja, das geht. So, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt machen wir den linken Fuß zur linken Hand vor, Chris. Linker bisschen, Fuß. Bisschen erholen. Außen bitte lassen. Okay. Aus. Die Hand ist innen. Ja, kann ich doch. So, halten. Und dann das Ganze im Wechsel machen. Linker Fuß zurück, rechter Fuß nach vorne. Vorbildlich. Toll. Ja. Macht das Sprunggelenk? Nicht gut, aber es ist immer. So, nochmal wechseln. Und jetzt den linken Ellenbogen Richtung Spitze runterschieben. Ja. So. Und wir wechseln. Rechter Fuß nach vorne. Super. Dann gehen wir auf den Bauch. Lassen uns die Zehenspitzen unten. Das ist das so, oder? Das macht Bang hier. So, wir halten. Hände nach vorne wegstrecken. Aha. Und wir ziehen immer die Schulterblätter zusammen hinten. Okay. Und gehen leicht hoch, aber nicht reißen. Okay? Also wir ziehen. Genau, das nicht. So, ganz geführt. Okay? Also, wir legen los. Wir machen 1. 2. Wie viel machen wir davon? 3. Weiß ich noch nicht. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Reichen, oder? Ja. Ja? Ja, reicht. So, hast du noch eine Übung oder passt es? Für den ersten Teil passt es, oder? Passt, oder? So, machen wir noch vielleicht mehrere Durchgänge davon? Genau. Dann passt es. Und dann würde ich jetzt sagen, geht ihr alle mal einen Schluck trinken. Wir machen kurze Pause und Chris holt mal ein Handtuch. Und ich brauche was zu trinken unbedingt. Okay, ja. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Christian, auf geht's. Chris. So, jetzt hast du was für mich. Habe ich was für dich? So, okay, den Ball. Was muss ich machen? Wo stelle ich mich hin? So, da, wo du nicht im Weg stehst. Okay. Ball legen wir wieder daneben. So, wir haben jetzt gerade bei der Koordinationseinheit angefangen mit den Tapping-Schritten. Jetzt machen wir so. Das sieht man nicht rein. Jetzt gerade brauchen wir dich nicht sehen. So, ich mache es mal vor, wir machen das jetzt ganz einfach, nur mit dem rechten Fuß erstmal, ja, und machen dann hier eine abgewandelte Form von der Technik. Ja? Okay. Alles klar, gut. Also wir stellen uns auf den linken Fuß und tippen jetzt immer mit dem rechten Fuß, quasi nur mit dem Fußball, auf der linken Seite vom Hütchen und dann auf der rechten. Ich mache euch das mal vor, langsam. Wichtig dabei, ist, dass wir quasi mit unserem Standbein, mit dem linken Fuß, immer durchgehend springen. Und mit dem rechten Fuß bei jedem zweiten Sprung tippen wir einmal auf, ja, wenn wir das quasi ohne diese Wechsel machen. Ja. Diesen Rhythmus ist ganz wichtig, dass wir den beibehalten, weil viele dann dazu tendieren, das quasi gleichzeitig zu machen. Ja, also 1, 2, 3, 4 Mal machen wir das, okay? Das reicht erstmal. So, was wir hier machen, wir machen wieder unseren Schiebekontakt. Ich mache es jetzt mal mit dem rechten Fuß vor, weil du ja auch Rechtsfuß bist und die meisten von euch sind auch Rechtsfüße. Wir starten hier wieder mit dem Schiebekontakt, machen dann einen Schussknaller, ja, mit dem rechten Fuß. Kriegst du es hin? So, wichtig dabei ist, wir machen eine Ballrolle über den Ball, ziehen die Fußspitze nach oben, sodass der Ball dann stoppt, ja, dass er wieder zurückprallt. Über den Ball drüber. Und wo knallt es jetzt genau? Ja, es knallt nicht, aber es heißt halt so. Okay, beim Fangschlag hat es aber geknallt. Ja. Das hat echt so geknallt. Schiebekontakt und jetzt Schussknaller nach hinten. Schön. Wir laufen hier durch. Wo durch? Und machen im Prinzip, wir laufen jetzt mal durch die Hütchen wieder durch. Okay. Ja, und machen dann trotzdem einfach nur eine Sedanrolle, machen noch einen Schiebekontakt, Sedanrolle und drücken den Ball wieder gerade nach vorne durch. Das heißt, da ändern wir nicht viel, außer dass wir nach dem Schussknaller
direkt hier durchlaufen, sie da ein Ende machen, aufs Tor schießen. Kannst du es mir nochmal zeigen? Okay, alles insgesamt? Ja, die Taps auch. Die Taps auch, genau, da machen wir 4 Stück. Immer von untermales musikalisch. Oh Gott. Okay, also 1, 2, 3, 4, fertig. Ja, jetzt gehen wir hin. Wenn ihr Linksfüße seid, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit dem linken Fuß machen. Ihr macht es mit dem rechten Fuß vor, weil der Marco auch Rechtsfuß ist. Schieben und Takt rechts. Schussknaller. Ab durch die Mitte. So, Sidanrolle. Und durchdrücken. So, was ich vergessen habe, ist, hier beim Schussknaller macht er am besten auch nochmal einen Schiebekontakt durch. Ja, ansonsten darf ich das Tor ein bisschen größer machen. Ja, klar. Ist okay. So, ich muss ja nur um den rechten. Du musst erstmal nur um den rechten, genau. Okay, also Taps soll ich nicht so machen? Nee, habe ich aber erklärt, genau. So. Möglichst leichtfüßig. Wie viel hast du gesagt? 4. 4 Stück, genau. Möglichst leichtfüßig. 1. Genau, Marco, das machst du. 3. Super. 4. Hervorragend. So, jetzt laufe ich durch. Genau, Schiebekontakt. Hopp, Schussknaller. Sehr gut. Schiebekontakt. Ja. Sehr gut. Durchdrücken. Hopp, ins Tor. Sehr gut. Okay. Schaut, dass der Schiebekontakt auch wirklich immer dahin geht, wo wir ihn haben wollen. Also genau in unsere neue Bewegungsrichtung. Ansonsten, Marco, hast du das echt gut gemacht. Ja, sah sehr gut aus. 1. Genau, zwei, Füße schön hoch, das ist super. 3, 4. Sehr gut. So, hopp. Dann schieben. Genau, schieb nicht zu weit. Hopp, sehr gut. Und jetzt das durch. Als Schuss. Oh, sehr gut. Hervorragend. War der gut? Ja, der war sehr gut, finde ich. Ha. Der war gut. Darf ich atmen zwischendrin und mich erholen? Ja, ja, natürlich. Also ihr seht schon, es ist auch, soll ja auch anstrengend sein. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. 1. Ja, dazwischen immer 2, Pausen einlegen, so wie ihr könnt. 4. Damit ihr ein bisschen erholen könnt. So, schieben. Schieben diagonal, Schussknaller. Oh, jetzt wollte ich was anderes machen. Schiebekontakt. Hopp, 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 hopp und durchdrücken. Jawohl, schaut sehr, sehr gut aus. Wunderbar. Genau, dazwischen voll kurz erholen. Ihr braucht nicht immer gleich, Marco, kurz durchschnaufen. 2, 3, 4 Sekunden. Und dann wieder von vorne starten. Ja, wenn du soweit bist. So, kleiner Tipp für euch von mir. Um diesen Rhythmus zu kriegen, ist, wenn ihr mit dem Sprungfuß am Anfang einfach mal stehen bleibt und den Fuß einfach nur bewegt, dann kriegt ihr ganz guten Rhythmus dazu. Dann habt ihr diese Taktung, um den Fuß hoch und runter zu ziehen und dann könnt ihr sukzessive mit dem linken Fuß auch das Springen anfangen. Also hüpfen und dann eben die Bewegung von dem anderen Fuß machen. Ja? Also hüpfen, 1, 2, 3 und 4. So, jetzt geht in die Wand. Jetzt schieben. Schussknaller und wieder durchschieben den Ball. Genau, sehr gut, Marco. Standbein ist gut hinter dem Ball. Dadurch bekommen wir richtig Druck auf den Ball und können richtig einen ordentlichen Pass spielen. 1, 2. Das machst du noch 3 Mal, okay? Ja, mit 4 Pausen dazwischen. Und danach machen wir wieder einen kleinen Wettkampf raus. Gut. Schieben. Hopp, hopp. Und drücken. Wunderbar. Klasse. Noch 2. Erhol dich aber kurz vorher. Ich mach die mal da hoch, dann hab ich ein bisschen Platz. Ja, klar. Ja, müsst ihr immer daran anpassen, wie viel Platz ihr insgesamt habt. Ja, das ist wichtig. Noch 2. Das geht echt hier krass rein. Ja, natürlich. Ja, dann haben wir auch immer noch eine. Boah. 1, 2, 3, 4. Sehr gut, oder? Ja, super. Wunderbar. Schieben. Zum Beispiel noch den Fußball. Unterwegs. Schussknaller. Schieben. Gut. Genau. Und jetzt hat. Ja, war ganz Absicht, war das damit. Wie viel brauche ich noch? Bin fertig, ich habe 3 noch. Einer noch. Einer noch. Und dann machen wir einen kleinen Wettkampf wieder draus. Da kriege ich ein Sauerstoffzelt. Ja, da können wir vorher noch kurz erholen. 2. Dann hast du es. 3, 4. Super. So, wieder sauber schieben. Und schieben. Hopp, hopp. Und durchdrücken. Wunderbar. Sehr gut. Okay, holen wir uns kurz, oder? Ganz kurz, bisschen lockern, ein bisschen runterkommen. Und dann machen wir dasselbe, wie wir gerade mit mir gemacht haben, auch bei dir. 1,5 Minuten Wettkampf und wir zählen dann in den 1,5 Minuten auch wieder, wie viele Durchgänge wir geschafft haben, wie viel ihr geschafft habt. Wichtig ist auch dabei wieder, werdet effektisch, macht die technischen Teile wirklich ganz, ganz sauber und ordentlich. Wenn ihr dabei schneller seid, ist auch super. Aber wie gesagt, die Ausführung ist immer das A und O. Es bringt euch nichts, wenn ihr 10 Wiederholungen schafft, dabei sind alle Techniken unsauber, dann lieber nur 5 Wiederholungen und alle Techniken wirklich ordentlich.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Marco, bist du soweit oder soll ich noch ein bisschen reden? Soll ich die Zeit nehmen oder nimmst du die Zeit? Ich habe das im Kopf. Hast du gar nicht. Dann korrigiere. Dann nimmst du die Zeit. Ja, kriegst du die Wirklich? Zeit. Ja? Okay. So, legen wir los. Ja, wenn du es sagst. 1,5 Minuten. Alle bereit? Am Apparat. Auf die Plätze. Fertig. Und hopp. Auf geht's. Abmarsch. 1, 2, 3. Super. 4. Komm. Schieben. Oh. Der Marco wird schon hektisch. Ja, 1. Kinder, macht das nicht nach. Immer sauber bleiben. 1, 2, 3, 4. Gut. Schieben. Schussknaller. Durch. 1, 2 und Abmarsch. Gut. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Oh, die Zeit ist sehr gut. Top, gut. Guter Schiebekontakt, Marco. Ausführung ist sehr sauber, gefällt mir. Ist gut. Ja, ist richtig, richtig gut. Ist ja toll, wenn du zufrieden bist. 1. Ja. 2. Muss man auch mal loben, wenn es gut ist. 4. Sehr gut. Hopp. Zurück. Ja. Schieben. Gut. Jawohl. Schieben. Hoch, Ohrfüller. 1, 2. Und durchdrücken. Genau, schön. Fußspitze sieht auch danach ein bisschen nach oben gezogen. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Die Wade brennen. Okay. Schieben. Hopp, durch. Hopp. Und drücken. Sehr gut. Super. Okay. Wie lange hast du noch? Eine Minute, komm. 5. Oh. Also hey, hier. Hopp. Schieben. Schussknaller. Hopp. Schieben. Scheiße. Oh, nicht unsauber werden. Gut. Und fertig. Ja. 1,40. Wie viel hatte ich? 5. 6. 5. Nee, du hast 6. Stimmt, du hast 6. Okay. Okay. Kurz erholen. Kurze Pause. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal den Kräftigungspart. Aber du musst zählen und reden. Ich kann nicht. Alles gut. Alles gut. Machen wir schon. Machen wir den Kräftigungspart, den wir gerade schon mal gemacht haben, nochmal als zweite Wiederholung. Ja? Darf ich nochmal zum Schussknaller? Ja, bitte. Also man trifft den oben, oder? Man trifft ihn eigentlich hier. Und durch das Treffen rutscht man dann drüber. Ja, genau. Du machst ja da kommt das Knallen im besten Fall, oder? Ja, genau. Ja? Also ich treffe ihn und rutsche drüber. Genau. Mit der Sohle rutsche ich drüber. Ja. Also so, dass du was täuscht damit an? Ja, was denkst du? Passt wahrscheinlich. Genau. Ja. So, und dann warum heißt du das Schuss? Ja. gut. Kannst es auch passen. Das ist toll, wenn es dir lieber ist. Ja. Okay. Hätte ich jetzt öfter einbauen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Marco, hast du dich ein bisschen erholt schon? Ja. Dann können wir. Kurze Hose wäre halt genial gewesen. Ja, nein. Genau, das sollen wir machen. So, wir gehen wieder in die Unterarmstützposition. Ja, du musst drüber rutschen. Und so, ja, wir sind glaube ich beide drauf, das passt. Genau, und jetzt machen wir wieder, denke ich, 30 Sekunden, ja, zu zweit. Und ja, wichtig ist dabei, was wir vielleicht vorher nicht gesagt haben, dass wir bei den Unterarmstützen nicht im Hohlkreuz hier durchhängen oder was auch nicht gut ist, wenn wir diese Position haben, nein, erstens, weil es dann nicht anstrengend ist und zweitens, weil es einfach nicht den Sinn dann hat, den es haben soll. Ja? Also wir wollen wirklich mit dem ganzen Körper eine gerade Linie haben, damit wir möglichst auch die Bauchmuskulatur anspannen. Wichtig ist auch, dass wir den Hintern, ja, die Muskulatur auch angespannt haben, sodass wir wirklich eine gerade Linie bilden hier. Ja. Okay? Und das ist auch bei den Liegestützen wichtig. Ja, genau. Da haben wir auch immer die Körperspannung. Genau. Mit dem Hintern zusammen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Genau. Ja? Okay, legen wir los. 30 Sekunden. Ne? Ab jetzt. Auf geht's. Du zählst? ich zähle. Ja, ich habe gerade gesportelt. Hallo. Zählen. Ich höre nichts. 10. Nur noch. 10 Sekunden nur noch. Alter, 15. Voll schnell. Du zählst in 5er Schritten. 20. Wo ist eigentlich Musik? Wir haben keine Musik. 25. Fertig. Und Liegestütz, oder? Genau, jetzt gehen wir in die Liegestützposition. Dann machen wir auch wieder 10 Stück, würde ich sagen. Ja. Bauch anspannen, Hintern zusammenkneifen. Wichtig, dass wir wieder eine gerade Linie haben. Und jetzt machen wir selbstständig 10 Stück. Okay?
Jawohl. So, jetzt gehen wir wieder nach vorne. Du musst das Knie anlegen. Ja, ich weiß. Alles gut. So, okay. Da wechseln wir jetzt wieder. Wie viel? 3, 4 Mal. Ja, den zweiten Satz, dann mache ich immer mit Ellenbogen runter. Ja. Geht's nochmal schön die Dinge. Wieder schön nach vorne. Alter. Oh. Ja, geht schön in die Füße. Und wechseln. Ja, okay. So, letztes. Auch wieder wichtig dabei, haben wir auch schon gesagt, dass wir nicht hektisch jetzt hier hochziehen, ja, sondern auch da ist ganz wichtig, dass wir die Körperspannung halten, ja, und dass wir eine geführte Bewegung nach oben haben. Ja, dass wir wirklich sauber nach oben gehen, ohne dass wir dabei reißen. Okay, Chef. Okay. Alles klar? Wir legen los. Zehn Stück. Wunderbar. Okay. Kurze Pause. Genau, machen wir nochmal eine kurze Pause. Könnt ihr nochmal einen Schluck trinken und dann machen wir die letzte Variante, oder? Jo. Von unserer. Dann haben wir jetzt 20 Minuten ungefähr. Ja, passt. Sehr gut. Immer so wieder zum Training ziehen muss, das ist so. Mache ich jetzt noch eine Variante vor? Oder willst du noch eine vormachen? Weil meine rechte Wade wäre auch nicht schlecht, wenn da noch was geht. Ja, von mir aus. Magst du was vormachen oder soll ich machen? Wenn du die rechte Wade machst, dann mache ich vor, oder? Okay. Können wir schon machen. Aber nicht Schussknaller mit links oder so. Wir haben jetzt ich muss erst üben mit rechts. Ich bin Linksfuß. Ja, und hast trotzdem die ganze Zeit mit rechts erfahren als ich. nee. So, okay. Was wir jetzt machen wollen, wir machen jetzt einfach, damit wir das ein bisschen beidseitig machen, machen wir das, was wir jetzt mit dem rechten Fuß gemacht haben, einfach mit dem linken Fuß. Ja, damit wir beide Füße so ein bisschen auch die Waden trainieren. Ja. Im Wechsel oder? Nee, wir machen jetzt einfach quasi nur den linken Fuß erstmal. Okay. Ja, okay? So, das heißt, wir stellen uns jetzt auf unseren rechten Fuß und tippen jetzt quasi hier. Genauso wie wir es gerade gemacht haben, wieder drüber, machen wir auch insgesamt wieder 4 Stück. Ja? Ja? Okay. So, dann gehen wir weiter. Schiebkontakt lassen wir gleich. Ja? Nur, dass wir diesmal eine Schussfinte machen. Ja? Mit rechts, richtig? Ja, du darfst es mit rechts machen. Also, Linksfüße dürfen auch mit links. Ich mache es vielleicht mal mit beiden Füßen vor, damit wir es wissen. Das heißt, Schiebkontakt links, Schussfinte links, hopp. Oder Schiebekontakt rechter Fuß, Schiebekontakt rechter Fuß, Schussfinte rechter Fuß. Ja? So. Ansonsten gehen wir hier wieder durch. Also gebremste Schussfinte und ich schiebe wieder durch, oder? Genau. Du schiebst wieder durch. Ja, du gehst hier hin nach der Schussfinte und schiebst den Ball dann quasi wieder nach vorne durch. So, jetzt wollen wir mal probieren. Wo läuft der denn hin? Ja, es ist hier leicht abschüssig, von daher geht der Ball immer rüber. Das heißt, wir schieben jetzt hier wieder durch und brechen jetzt aber die Sidanwände ab mit dem Kappen und machen dann nochmal eine Sohlenwende und schieben den Ball dann hier. Ja? Kriegst du das hin? Du musst mir halt helfen. Ja, klar helfe ich dir. Also du darfst die Schiebkontakte schon sagen. Auch so macht Taps? Nein, dreh dich andersrum. Ja? Also im Prinzip ist es eigentlich egal. Schiebkontakt, Schussfinde. Ich muss kurz überlegen. Ja. Also ich habe rechts tappen, ne? Ja. Linke, 1, 2. Dabei ist der Rhythmus wieder richtig, auf den Zehenspitzen unterwegs, den Fußballen. So, genau, jetzt schieben wir. Schieben, du musst weg. Ja, ich bin weg. Schieben. So. Und schieben. Jetzt durch, oder? Ja. Hopp, 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 hopp. Kappen. Kappen. Sohlenwände weg. Sohlenwände. Und drücken. Gut. Okay. Verstanden? Ich glaube schon. Genau, ja, dann machst du erstmal einen Teil vom Fußkasten. Welcher Teil vom Fuß? Ist das der vordere oder der Teil hier? Ja, schon der Teil. Der hier? Ja. Ich weiß es nämlich immer nicht, deswegen. Ja, du weißt nicht viel. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. So.
einziehen. Schieben. Schwappen. Ja, schau, dass die Schussfinte vielleicht von der Bewegungsrichtung. Ja, stopp. Mach mal ordentlich. So, hab ich doch. Ja, pass auf. Es war voll ordentlich. Ja, aber bei der Schussfinte, schau mal, dass du die Schussfinte. Du sollst dich so viel Zeit lassen. Ja, dann darfst du auch. Aber im Prinzip soll die Schussfinte schon quasi in deine neue Bewegungsrichtung gehen. Ja? So, deine Schussfinte, die driftet quasi seitlich. Es war jetzt übertrieben, aber sie driftet seitlich. Das sagen wir. Ja, aber vom Grundsatz her sollte die, dass du quasi keinen Korrekturkontakt hast, sondern ja, die Ball hinlaufen, die Schussfinte. Ja, dünne Kinder hinlaufen von mir. Ich soll sie durchlenken. Ja, klar. Je nachdem, also es kommt natürlich darauf an, wenn der Gegenspieler da ist, dann kannst du es nicht machen. Ja? Bist du dir da sicher? Ja, ich bin mir da sicher. Okay. 1, 2, 3. Ja, so ist gut. So ist gut. Schiebe, hopp, kappen. Gut. Ich glaube, ich stehe hier falsch. Ich stehe schon wieder. Ja, muss leise sein. Gell? 1, 2, 3, 4. Schieben. Hopp. Ja, der war jetzt ein bisschen zu weit. Kappen. Hoch nach Sohle. Und zurück. Grundsätzlich wollen wir natürlich die Schussfinte immer weg vom Gegenspieler machen, das ist klar. Ja? So, wenn du die Schussfinte mit rechten Fuß machst. Wie viel muss ich noch machen? 3 Stück. Magst du es mir nochmal vormachen? Okay, 3 Stück. Und du hast Pause? Nein, ich will nur wissen, wo die Schussfinte, wo du immer noch meinst, wo sie hinlaufen. Ja, okay. So, also hier. 1, du darfst noch langsam machen. 2, 3, 4. Ja? So. Im Prinzip ist es nur so, es kommt immer darauf an, wo dein Gegenspieler ist. Wenn du jetzt mal der Gegenspieler bist, ja, wir wollen natürlich die Schussfinte immer schon weg vom Gegenspieler machen, ja? Aber wir gehen jetzt mal davon aus, habe ich vielleicht nicht dazu gesagt, dass der Gegenspieler eher hier drüben ist und wir wollen ja auch in die neue Bewegungsrichtung. Ja? Das heißt, wenn es möglich ist, dann gehen wir in die neue Bewegungsrichtung. Wenn der Gegner jetzt hier steht, bei mir, dann muss ich natürlich schon die Schussfinte weg von ihm erstmal machen. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Da wir jetzt immer hier eigentlich nur auf die Technik achten und jetzt nicht so spielnah unterwegs sind, weil wir auch in einem engen Raum sind, schieben wir den Ball quasi vom Prinzip her, wenn es geht, gleich in unsere neue Bewegungsrichtung. Dann können wir gleich im flüssigen Ding weiterschieben und hier auch den Ball wieder zurückkappen. Ja? Sohle und dann drücken wir hier drauf nach vorne durch. Okay? Aber der Wechsel sieht da an, wenn wir kappen, ist echt nicht so einfach, gell? Vom ja, Ablauf her. Aber du machst auch mal einen Zwischenschritt, versuch mal, dass du quasi aus der Bewegung gleich, verstehst du, du setzt immer ab und kappst dann und versuch's mal aus der flüssigen Bewegung quasi zu machen. Okay. Kriegst du es hin? Ausprobieren. Ja? 2, 3, 4. So. Schieben. Hopp. Weg. Gut. Das war sehr gut. Sehr guter Kontakt. Und jetzt gleich. Ja, hopp. Ja. Hopp. Entschuldigung, ist mir wieder durchgegangen. Nice. Alles gut, ich lebe noch. Und auf geht's, noch 2 machen, okay? Kriegst du es hin? Ja. Und dann machen wir auch Wettkampf da? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. Gut. Lass dir Zeit, schieb sauber nach hinten, wegdrücken. Schuss finde ich gut, auch mit der Fußspitze. Hopp, und gleich. Sehr gut, besser. Ja? Gut. Und letzter. Na, danach machen wir kurz, kannst du auch noch kurz Pause machen, Marco? Ja, kurz erholen. Jetzt, oder? Ja, nur ganz kurz, 3-4 Sekunden. Waren das schon 3 Sekunden? Ja. 1, 2, 3, 4. Okay. Und schieben. Schieb durch. Hopp. Jawohl, schön mit der Zehenspitze gearbeitet. Kappe. Sehr gut, Marco. Den Kontakt hast du jetzt auch viel besser drin, hast du gesehen? Ja. Ja. Das schaut schon viel, viel flüssiger aus. Fühlt sich voll gut an. Ja, und hier machst du, es schaut jetzt auch sehr, sehr flüssig und sehr rund aus. Genauso soll es auch sein, Kinder. Werde ich von Real Madrid jetzt verpflichtet? Wir müssen die Karte umbauen, habe ich gehört. Ja, aber... Ich bin ja erst 25. So, muss ich jetzt die Zeit nehmen? Du nimmst die Zeit, machst es wieder... Du weißt mir aus. Ja. machen wir wieder 1 Minute 30, würde ich sagen. Wie viel? 1 Minute 30, wie wir es immer gehabt haben, okay? Machen wir nochmal kurz Erholung für dich. Und wichtig also auch, meine Vorgabe, ich schaffe
6 Durchgänge. 6 Durchgänge schaffst du? Ja. Okay, gut. Aber wichtig, wie gesagt, ist immer die Ausführung. Ja, das heißt nicht hektisch werden, sauber machen. Immer, immer, immer sehr, sehr wichtig. Okay? So, sind wir soweit? Oh, warte, ich habe schon gedrückt. Ja, dann schaffst du wahrscheinlich keine 6. So, legen wir los. Ja, wegen mir. Hopp und Abmarsch, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh zu viel. Hopp, schieben. Schuss bitte gut, Marco. Sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Habt dann sehr hopp. Gut. Schön, schön flüssig. Schaut gut aus, aber das jetzt... ist zu hektisch gewesen, ne? Ja, genau, ein bisschen. 1, aber insgesamt 2, die technische Ausführung 3, ist gut. 4, hopp, ich schiebe. Abbrechen. Oh je. Ja, weiter, weiter, weiter. Schieben. Hopp. Hopp, links, hopp, rechts, leicht, gut, Sohle und hopp. Sehr gut, super Marco, das war gut. Ich merke, wenn ich zu hektisch werde, dann wird es krass unsauber. Genau, ja, so ist es. Zwei. So ist es immer, ab einer gewissen Geschwindigkeit werden wir unsauber. 4. Ja? So. Und schieben und dann tippen. Hopp. Gut, Marco, schieben, hopp, hopp, kappen, Sohle, anspringen. Gut, Marco, das schaut gut aus, 3 hast du. Schaffe ich. Okay. 1, 2, 4, hopp. Und. Schieben, brech, abbrechen, schieben, Sohle, kappen, Sohle, anspielen. Hast du gesehen, gut. Jetzt bin ich nach hinten gefahren. Ja, genau. Das war nicht gut, gell? Körpergewicht ein bisschen nach vorne verlagern, damit wir da nicht nach hinten in die Rücklage kommen. Ja, vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren, Marco, damit du wieder sehr gut, das war super. Jetzt haben wir es, super, Marco. Das sah sehr gut aus. 5, sehr gut. Ja, genau, 5 hast du. Wie hast du noch? 7. Bin knapp. Gut, und schieben. Und nur tippen. Genau, super, Marco. Sehr gut. 1, 2, kappen, Sohle. Ja, 10 noch. Sehr gut. Hervorragend. Super gut. Ja, war knapp im Rahmen. 6 Stück. Super. Sehr gut. Am Schluss wunderbar. Ja, sehr, 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 sehr rund war das Ganze. So, okay, machen wir noch eine letzte Kräftigungspart. Soll ich das machen? Ja, mach mal mit. Machst du mit? Ja. Okay. Nur die Haken kommen in den Garten. Kurz durchschnaufen. Dann gehen wir in den Unterarmstütz. Wieder 30 Sekunden. Ich zähle. Schnell. Ich zähle schon. Ich habe schon 20 Sekunden hinter mir. 10. 15. 20, 25, Schmerz doch. 30. Sehr gut. Liegestützposition. Selbstständig 10 Liegestütz. Jeder. 6. Dann wieder mit dem Ellbogen arbeiten. Nach vorne. 6. Aber ich fühle mich schon viel fitter, Chris. Ja? Danke, ja. Jetzt schon. Glaubst du, das geht so schnell? Ja, wir haben noch 30 Minuten, glaube ich. Ja? Oder? Ja. Sagt die Uhr. Schon. Okay. So, dann würde ich sagen, springen noch. Oder hast du es weg? Nee, 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 das machen wir auch noch, auf jeden Fall. Wir haben noch 10 Minuten. So. Nein, das ist wenig. Wir haben noch einen ganzen Technikteil. Koordination machen wir verkürzt. Ja, Technik haben wir noch. Koordination haben wir gerade gehabt. Okay, Abmarsch, oder? 10 Stück, jeder selbstständig. Abmarsch, oder wie? Oder? Mhm. Muss ganz schön lang sein. Es geht da nicht um Geschwindigkeit, sondern auch um die Ausführung. So, dann machen wir eine kurze Pause und dann machen wir unseren Technik-Part. Das machen wir. Freue mich. Genau.
eine Raute aufstellen. Genau, wir bauen eine Raute auf hier. Ja, man lasst euch wieder, wie es euer Platz quasi zulässt, baut ihr die Raute auf. Aber da komme ich nicht rechts vorbei. Das stimmt, die sind ein bisschen zu nah dran. Ja, du musst es so ein bisschen drehen einfach. Hast du das? Das ist aber keine schöne Raute. Das ist ein trauriger Drache, mein Freund. Jetzt hör auf. Ein trauriger Drache. Okay, so, wir machen jetzt hier eine Technikform. Wir starten hier mit einer Standrekombination im Prinzip. Ja, und haben dann wieder hier unser Ziel im Eck, das, wo wir den Ball dann am Ende reinpassen. So, wir machen jetzt die Technik-Ding mit Ziel passen. Ja, genau. Und dann am Ende so, dass sie eine Schleife haben, oder? Genau, am Ende machen wir eine Schleife, aber wir fangen jetzt erstmal simpel an. Genau. Mit einer einfachen Standkombination, um einfach reinzukommen. Genau. Ja, genau. Also, Kinder, wenn ihr jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit habt für euer Ziel passen oder so, wenn die Eltern schimpfen, wenn ihr da rumspielt, könnt ihr das auch am Stück machen. Also genau, dass ihr einfach das Ziel passen dann weglasst. Genau. Und dann einfach gleich wieder in die Technikschleife reingeht. Ja, am Schluss machen wir eine reine Technikschleife. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendein kleines Ziel, das muss auch kein Tor sein in dem Sinne, ihr könnt euch auch eine Klorolle hinstellen. Eine, bitte keine Vase, aber eine Klorolle zum Beispiel. Kann man umdrehen und in die Vase reinziehen. Eine Klorolle, wenn ihr euch hinstellt, dann könnt ihr die zum Beispiel immer anpassen. Ja, und dann habt ihr auch ein Ziel. Ja. Genau. Okay, wir starten hier. Standtrick, ziehen, vorlegen, rechter Fuß. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, ziehen, vorlegen, Sohlenwende. Jetzt kommen wir hier raus mit einer Sedanrolle, Korrektur und dann schieben wir wieder sauber durch. Okay? Ganz einfach vom Prinzip her. Sedanrolle bzw. Wende haben wir schon gemacht. Darf ich? Ja. Okay, müssen wir ein bisschen genau. Passt, oder? Ja, genau. So, zeigst du nochmal? Ja, zeig's nochmal langsam. Also rechter Fuß. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, rechter Fuß, nochmal ziehen, vorlegen, rechter Fuß, Sohlenwende auf die andere Seite, Sedanrolle nach vorne und durchdrücken den Ball. Ja? Okay? So, dann den Ball wieder hinlegen, ziehen, vorlegen, schauen wir, dass du vielleicht, wenn es geht, dass du umspringst beim Ziehen, genau, Sohlenwende, gut, Sedanrolle, Korrektur, ja, und dann durchdrücken. Ja, du willst dich immer quasi in die gute Passposition erarbeiten. Ja? Deswegen sollten wir hier schauen, dass wir den Ball immer korrigieren. Hopp, hopp, zack, gut und doch richtig im Boden, komisch laufen. Ja, weil du den Ball, dein Korrekturkontakt war nicht ganz so ideal. Ja? Dementsprechend hast du keine ideale Passposition gehabt. Eigentlich kann ich ihn einfach diese Linie hier lang spielen, gell? Genau. Okay, also hopp, ziehen, vorlegen, Sohle Innenseite. Genau. Sohle, ziehen, vorlegen, Opala. Sohle, jawohl. Sohlenwende. Hopp, hopp, hopp. Zack, gut, das war sehr gut, Marco. Ja, da hast du ihn gut vorbereitet, den Pass. Wunderbar. Sie da haben eine Schussfinte auch noch geil. Ja, können wir alles machen. Hopp, 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 hopp. Und Max. Sehr gut, schaut sehr geschmeidig aus, Marco. Das Batz ist gut, gell? Das habe ich deinem Kleinen letztes Mal beigebracht. Nee, das sagt es immer noch. Immer wenn er schießt, oder? Ja. Nein, inzwischen schreit er immer Tor. Tor? Ja. Gut, Sohle. Hopp, hopp, mit und vor. Gut, sehr gut. Der Kontakt ist nicht schön. Welchen Kontakt meinst du? Die Darmwände und dann das Reinlenken. Ja. Ja, das ist eine Sache, das ist eine Übungssache. Mach's immer langsam. Okay? Ja, zieh nach vorlegen. Sohle. Ziehen, vorlegen. Sohle. Eins, zwei, zack, schau. Ja. Tor! Ich bin schon der Tormaschine. Ja, auf jeden Fall. Genau. Standball ein bisschen sehr gut. Das ist gut. Clown. Eingesprungen. Oh. Gut, mal gucken. Schaut gut aus. Ja. Ganz schön simpel, Alter. Dann mach mal schneller. Du machst es ja auch wie ein alter Opa. Ich bin ja auch alt. Ja, ui. Schau mal, was passiert. Lenk mich doch nicht. Gleich nochmal. Ja, komm, also wenn man den, wenn man hier die Klappe so weit aufreißt, dann muss man natürlich jetzt auch liefern, Marco. Das ist schon klar, wenn es so simpel ist. Komm, sauber, schnell. Ja, Sohle. Hopp. Drücken. Ja, jawohl. Gut.
Sohle, Arm, Sohle. Eins, zwei, drücken. Jetzt musst du nochmal machen. Okay. Machen wir die, oder wir machen so, wir machen jetzt einen Wettkampf draus und danach machst du mir eine Variante. Ja? Wollen wir einen Wettkampf machen? Ich finde schon. Ist doch immer ganz gut. Ja? Okay. Soll ich den Wettkampf machen? Nö, ich mach ihn. Okay. Klar, gut. Dann machst du den Wettkampf und danach hast du eine Variante für mich, okay? Ich finde eigentlich, dass du auch einen Wettkampf machen solltest. Ja, danach, bei der Variante. Wir machen Wettkampf gegeneinander. Ja, das ist gut. Aber schau mal, ich mache schon alleine mit dem schwachen Fuß die ganze Zeit. Ja, du kannst ja auch Fußwechsel machen, du Dödel. Das ist aber dann nicht dieselbe Übung. Doch, das ist ja, fast. Ja. Das ist auch ein Ziehen und ein Springen. Guck, guck. Nicht diskutieren jetzt. Okay. Also 1,5 Minuten, du hast es auf der Uhr. Wie viel schaffst du, sagst du? Wieder 6? Nee, ich schaff 7. 7? Wenn nicht, dann machst du 10 Liegestütze. Ah! Warum ich denn? Weil ich der Trainer bin, oder? Damit ich immer gewinne. Ja, ja, das ist klar. Ich stelle mich dahinter. Da stell so, darf ich jetzt? Du darfst? Ja, natürlich. Okay. So, auf die Plätze. Fertig. Hopp. Und komm, Abmarsch, komm. Ziehen. Vor, gut, Sohle. 1, 2, Korrektur. Gut, Marco, gleich weiter. Und komm, ziehen. Vor, Sohle. Ziehen. Vor. Sehr gut, Marco. Und durch. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Sohle. Opa. Alles gut. Sehr gut, Marco. Sehr sauber. Gefällt mir. Oh. Ja. Okay. Alles gut. Schiebe, drücken und weiter geht's. Sehr nett von dir. Ja, ich coache. Ich helfe, wo ich kann. Trainer! Das sind meine Schützlinge. Komm, muss runterkommen. Sehr gut. 5, oder? Ja. Maschine. Er geht noch, komm. Oh, oh ja, locker. Komm noch. Scheiße. Schlecht. Sehr schön. So, wir haben noch 20. Ja, immer noch. 10, 20. Hast du richtig? Ich glaube, du scheißt. Nee. War schon viel länger. Auf jeden Fall wird es anstrengend. Ja, das ist klar. Viel? 7. 6 hast du jetzt. Nein, 7. 6. Oh. 30. Guck! Sehr gut. 7. Wunderbar. Okay, dann holen wir uns kurz, oder? Und dann hast du eine Variante für mich. Oh ja. Genau, erstmal durchschnaufen. Bisschen runterkommen. So, leg mal los, oder? Von mir aus. Also. Mach's langsam vor, damit ich es auch hinbekomme. Wir starten jetzt hier. Okay. Ich glaube, dann kommen wir da raus. Mal gucken. Mal gucken, ziehen wir zurück, Fuß, Wechsel, Sohlenwende. Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, Sohlenwende. Ja, okay. Fußwechsel nach oben. Zidanwende bleibt. Okay. Schuss hinten rechts. Und dann linker Fuß aus. Oh, das muss ich mir erstmal merken. Okay, so. Ich zeig's nochmal. Okay. Hier gestartet, ne? Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, Sohlenwende rechts. Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, Sohlenwende rechts. Und jetzt ein Fußwechsel nach oben. Zidanwende nach außen weg. Schussfinte. Okay, und die Schussfinte sollte aber eigentlich eher so auch wieder gebremst sein, damit wir nach vorne kommen. Ja, Drift geht. Genau, die sollen nicht, nicht nach hinten weggehen. Ja, das ist wichtig, weil sonst haben wir nicht die Und ich kann es ja eigentlich schon so vorbereiten, indem ich mit der Sidanwende den Ball so lege, dass ich leicht weglaufe vom Tor. Und dann ist die Schussfinte nicht mehr so schwierig, dass ich genau, ja, klar. Okay. Mhm. Je weiter außen du den Ball triffst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er reindriftet und dann kannst du dein Tor machen. Mhm. Alles klar. So, also, wie war das? Ich mach's mal langsam, damit ich mir auch. Ah, du bist Linksfuß. Aber ich mach nichts. Ich kann's auch. Ja, mal probierst du? Ja, ja, klar. Taffer Typ, ey. Also, ziehen zurück. Sohlenwende. Nee, Fußwechsel. Fußwechsel, sorry, weiter. Rechts, oder? Sohlenwende. Genau, jetzt kommt rechts Sohlenwende. Sohlenwende. Und jetzt dann wieder zurück. Ziehen zurück. Fußwechsel. Fußwechsel. Jetzt wieder Sohlenwende. Und jetzt Fußwechsel. Wieder drückt raus.
raus. Und jetzt ist die Damenwende schräg hoch. Schussfinte rechts. Hoppidi hopp, linker Fuß, batz. Alles so richtig? Ja, sehr gut. Schön ausgeschaut. Okay. Und wenn für den Linksfuß rechts ziehen zurück ab einem gewissen Alter vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist, dann ja, machst du kann ziehen man, vorlegen. Genau. Ja, also es mit kommt links. Da echt so ein bisschen drauf an. Wir wollen natürlich einerseits auch aus vom koordinativen Aspekt her auch beide Füße schulen, klar. Ab einem gewissen Alter wollen wir uns natürlich aber auf den starken Fuß so ein bisschen fokussieren. Ja? So, also wir legen los. Hier ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Sohle. Sehr schön. Ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Sohle, ziehen, drücken, hopp, sehr schön nehmen. Schöner Kontakt. Hopp. Und linker Fuß. Und lauf hoch den Boden noch. Ja, genau. Ja. Dass ja. Du Schultern ins Ziel zeigen können und dass du Standbein gut platzieren kannst. Genau. Wichtig ist auch, dass wir versuchen beim Ziehen zurück. Ja, kann man natürlich auch einfach gerade machen. Wenn wir unser Standbein ein bisschen nach vorne versetzen, dann ist das Ganze ein bisschen dynamischer, ein bisschen flüssiger. Ja. Sohle. Ziehen zurück. Sorry. Ziehen. Fußwechsel. Sehr schön. Und Fußwechsel ziehen. Zurück. Drauf. Rücken. Hopp, hopp. Mit. Hopp. Sehr schön. Okay. Habe ich gut verteidigt, das Tor? Ja, du stehst im Weg. Aber. So, das schaut okay. Sehr, sehr gut aus. Ja? Ich würde sagen, drei Durchgänge machst du? Ja, klar. Ganz locker. Ziehen zurück. Damit du dann im Wettkampf ziehen. Dass ich fit bin. Dass du hopp. Fit bist. Ziehen zurück. Ziehen. Fußwechsel. Sohle. Ziehen, drücken. Hopp, Schuss auf. Der war nicht so gut, der Kontakt. Hopp. So. Sehr schön. Zwei mache ich noch. Hopp, hopp. Sonnenwende. Super gut, sehr schön. Hopp, hopp, Innenseite lenkt. Schussfinde ist super. Kommt man viel schneller in die Schuss oder Passposition. Ja, genau. Wo berühre ich, also mit was für einem Teil vom Fuß berühre ich bei der driftenden Schussfinte am besten? Mit dem vorderen Teil hier. Genau. Und du schneidest quasi an der Seite außen genau. Den Ball, dass ja. Er so einen Ball reinkriegt. Mhm. Ein bisschen wie ein Ronaldo, nur dass du halt siehst. Ja, nee, das ist aber gut zu wissen, damit man es gut machen kann. Okay, einmal noch und dann starten wir unser Wettkampf, oder? Sehr gut. Langsamer. Zu schnell? Ja, ein bisschen. Okay. Schnaufen. Ja, das geht schon. Gut, gut. Gut, sehr schön. Super. Fuß ist schön halb unten, auch Zehenspitze. Schaut schön aus. Gut, okay. Würde ich sagen, machst du einen kleinen Wettbewerb. Okay, wieder eineinhalb Minuten, oder? Brauchst du Sauerstoffzelt noch vorher? Oder? Noch nicht, danach wahrscheinlich. Aber haben wir schon draußen vorbereitet. Also, ich habe wie viel geschafft? Aber es war auch kürzer. Willst du es jetzt vergleichen? Nee, also ich würde sagen, ich schaffe so. 6 auch, das ist eine gute Zahl, glaube ich. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Und alle bereit? Hopp. Sehr schön. 1, klasse. Gut, gut, gut. Sehr gut, sehr gut. Danke, Marco. Bravo! Schau gut aus. Schau mal, wie ich dich motiviere. Ich laufe im Kreis. Weil du hier. Kurze Fix. Schussfinte. Der Trainer dich oh, ja. Zwei. Komm, ich helfe dir. Ja, danke, danke. Du hilfst mir gar nicht. Du hast nur noch 1 Minute 20. Das ist ja. Was? Also, du hast erst 2 Pässe gespielt. 20 Sekunden sind schon. Niemals! Ich weiß nicht, ob das was mit deiner mit deinen 6 Zugängen ist. Komm, geht's? Niemals! Du betrügst mich doch. Durch Gänge. Hopp. Sehr gut, Chris. 3 war das jetzt, gell? Ja. Weiter. Ja, schaffst das! 1 Minute noch. Sehr gut. Schussfinde. Bravo. Oh, ja, muss ich aber spielen. Oben laufen. Der war halt ein Gegner im Weg. Muss man halt auch mal reagieren können. Wie viel? 4? Ja. Alter, das schaffst du. Ist gut. Ist echt gut. 1 zu 10. Sehr gut. Raus, wendet. Schussfinte. Oh, ist eine Maschine. 5, oder? Ja. Chris, komm, 12 Sekunden. Ja, okay. Schaffst du. Einen schaffe ich noch. Einer geht noch. Dann bist du bei 6 durchgängen. Hopp, 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 hopp. Weg. Und Fußwechsel gedrückt. Komm. 3, 2, 1. Und Punkt. 6 Durchgänge, überragend.
Gratuliere. Ja. Gratuliere. Und wie geht's? Ja. Läuft. Sauerstoffzelt ist ja draußen. Ja, dann sagen wir mal eine kurze Pause, oder? Echt? Oder nicht? Ich. Ja, machen wir. Machen wir eine kurze Pause. Ich mache eine kurze Pause. Gut, machen wir kurze Pause. Okay. Darf ich auch raus, oder? Ja. Ja. Ein Käfig voller Narren. So. So, letzter Durchgang. Genau, wie angekündigt, machen wir jetzt eine Technik-Schleife drauf. Ich mache es mal vor. Wir machen das Ganze quasi auf beide Seiten, das heißt für beide Füße. Hat auf im ersten, im vordersten Sinne sozusagen, Sauerstoffverlust, sorry, einen koordinativen Aspekt einfach, dass wir auf beide Füße da trainieren. Ich starte jetzt einfach mal und kriege nicht mehr so viel. ist vielleicht besser. Und zwar starten wir mit dem rechten Fuß, machen ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel. Jetzt ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, linker Fuß, Sohlenwende auf die andere Seite. Wenn wir hier drüben sind, machen wir gleich weiter, ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, Sohlenwende rüber und sofort fließend wieder übergehen auf die andere Seite, Sohlenwende. Wir können bei der Sohlenwende auch variieren, ob wir es mit dem rechten oder mit dem linken Fuß machen, aber insgesamt schauen, dass das Ganze möglichst flüssig läuft, dass wir immer in Bewegung sind und dass das Ganze ohne Unterbrechungen stattfindet. Okay. Was glaubst du, wie lange man das am Stück machen sollte? Eine Minute? Eineinhalb? Ich würde sagen maximal eineinhalb. Vielleicht, wenn man schon ein bisschen fitter ist, zwei Minuten. Und dann drei Sätze ungefähr, oder? Ja, aber dann schon mit Pausen dazwischen, ja, von jeweils genau eineinhalb Minuten. Aber dann kann man die Zeit so ein bisschen stoppen, beziehungsweise die Durchgänge. Genau. Die Sohlenwände kann man zählen. Könnt ihr euch eine Stoppuhr? Darf ich mal durchgehen? Ja, klar. Was wir machen, ziehen vor den Fußwechsel. Hopp. Genau. Hopp. Hopp. Und jetzt hopp. Auf die andere Seite dasselbe. Hopp. Hoppala. Hopp. Hopp. Und jetzt rechts, rechts hoch. Genau. Ziehen, vorlegen, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Fußwechsel, Sohlenwende. Gut. Ziehen, vorlegen, genau. Fußwechsel. Sehr ziehen, gut. Vorlegen, Fußwechsel, auf Sohle drehen und gleich wiederholen. Genau. Das Ganze sollte wirklich flüssig laufen, immer in Bewegung sein, Sohle und gleich wieder fangen den Ball, wiederholen. Ja, weiter, weiter, weiter. So ist gut. Jawohl, und Sohle. Du musst mich schon korrigieren, wenn ich Fehler mache. Ja, hast du nicht. Hast du einfach gestoppt. Sohle, ziehen vor, super. Ziehen, Fußwechsel, ziehen vor, ziehen, Fußwechsel, Sohle drehen. Gut, genau. Am besten. Okay, passt. Genau. Geht in die Pumpe. Das machen wir als Schleife. Und Zielvorgabe ist drei Sätze von jeweils eineinhalb Minuten. Ja, mit einer Pause von, sagen wir mal, ja, eine Minute 30. Ja, cool. Ja? Sehr gut. Genau. Mache ich dann später heute Nachmittag. Ja. Okay, genau. Ja. Wenn ich meinen 15 Kilometer Lauf erledigt habe. Ja, schön. Sehr schön. Gut. Dann. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. War anstrengend, aber das ist ja auch gut so. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder sehen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch. Servus. Ciao, ciao.